Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Android Let's Play. Und zwar heute wieder mit dem Fahrgeschäft Simulator, dem Funfair Ride Simulator. Und wir nehmen heute das Fahrgeschäft, den Helix. Bei uns bekannt das Ding unter dem Namen Take Off. Ist ein richtig cooles Ding, gefällt mir auch in echt sehr gut. Und dann fangen wir doch einfach gleich an. Mit dem guten Ding. So. Wir schließen die Bügel. Und lassen die Platte mal ein bisschen herumkreisen. Sehen echt auch immer so. Die lassen noch die Platte immer ein bisschen herumkreisen, um zu gucken, ob dann tatsächlich auch die Sitze alle voll sind. Ist jetzt zwar in unserem Fall nicht so. Aber ist völlig wurscht. Ich mache ein bisschen heller. Damit man das Ganze ein bisschen besser erkennen kann. Wir haben hier auch wieder Kameraperspektive, die man wechseln kann. Onboard-Kamera haben wir. Und sogar ja, nochmal eine Onboard-Kamera. Aber ich finde persönlich, obwohl, wir können von mir aus auch mal so lassen. Nee, so gefällt es mir nicht. Lassen wir doch mal so. Und dann würde ich sagen, beginnen wir doch die Platte in Schwung zu bringen. Die Gondeln, würde ich sagen, können wir auch auf die Fahrt schicken. Die gehen aber jetzt erstmal auf 30%. Was ich sehr schade finde hier, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gesehen, nee, man kann keine Soundgeräusche mehr machen. Das geht hier irgendwie nicht. Nur halt die Hupe, die eben andeutet, dass die Fahrt jetzt beginnt. So, die Gondeln kriegen mal volle Kraft. Und die Platte geht mal auf 70% hoch. Ja, und das ist unser Helix. Der irgendwie voll komisch hängt, warum auch immer. So, wir können auch mal die Neigung ein bisschen steigen. Den Winkel ein bisschen erhöhen. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt Stroboskop, Nebel und volle Kraft voraus. Wobei das schon ehrlich gesagt ein bisschen langweilig ausschaut, ne? Ja, okay, reicht mit Nebel. Licht kann wieder ganz normal sein. So, wir tun die Platte ein bisschen verlangsamen. 60%. Die Gondeln gehen, senken wir auch mal auf 40%. So, die dürfen jetzt einmal komplett die Richtung wechseln. Ja. Ist halt eine Simulation, ne? Kann man nicht viel erwarten von. Ich würde jetzt mal, ich behaupte jetzt mal spontan in die andere Richtung, wenn sich die einzelnen Gondeln drehen, geht das irgendwie mehr ab. Ja, hätte ich schon gesagt. Aber na gut. Wir senken die Platte mal wieder auf 35%. Das soll, glaube ich, erstmal reichen. Senken wir sie komplett ab. So, die Platte senken wir auf 40% von der Geschwindigkeit her. Die Gondeln auf 30%.
und dann letztendlich auch auf 0. Und wir können auch auf P gehen, dann wird alles geparkt. Wir können die Gondel öffnen, beziehungsweise die, na, wie heißt das, die Bügel öffnen, so. Mit einem Klick auf, ah nee, nicht auf P, oh mein Gott, was drücke ich da? So, mit einem Klick auf dem Vorhängeschloss. Und ja, das war der heutige Fahrgeschäftssimulator, der Helix. Ja, sonst kann der leider nicht mehr nicht besonders viel. Aber ihr werdet natürlich in den nächsten Reihen, in den kommenden Reihen jetzt auch nochmal demnächst ein paar andere Fahrgeschäfte noch zu sehen bekommen von mir. Und dann kann ich euch auf jeden Fall meine nächsten Videos auch wieder empfehlen. Diese werden dann auch wieder vom Fahrgeschäftssimulator her schön anzugucken sein. Wird nämlich wieder ein paar geben. Ja, und dann kann ich nur sagen, wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.